Ich komme aus Aachen. Aus Bochum. Ich komme aus Leipzig. I'm from Ole, that's in Belgium. Ich komme aus Nürnberg. Aus Köln. Ich komme auch aus Köln. Aus Mainz. Ich komme aus Wesel. Ich bin heute aus Düsseldorf angekommen. Aus Hamburg. Es sind mehrere Faktoren schuld an der Klimakrise. Die Menschheit. Also Wirtschaft, Politik. Die Politiker auf der ganzen Welt. Internationale, schlecht organisierte Zusammenarbeiten. Beziehungsweise kann man auch sagen, der Kapitalismus. Und dass wir viel zu viel konsumieren und produzieren und so tun, als gäbe es kein Problem. Vor allem die Kohle jetzt. Unser CO2-Verbrauch im Jahr, der Plastikverbrauch im Jahr. Die Politik und die großen Unternehmen, die einfach nicht mehr auf die kleinen Leute gucken. Also ich würde den Politikern mehr Verantwortung zuschreiben als dem Individuum. Schlussendlich wie alle. Aber daran, dass sich nichts ändert an der Klimakrise, ist schon auf jeden Fall auch die Politik schuld. Sollen aufhören, solche Arschlöcher zu sein. Kohleausstieg bis 2030 spätestens. Dass sie endlich mal anfangen müssen, uns zuzuhören. Macht, was die Wissenschaft sagt. Es gibt die Lösungen, aber sie werden nicht umgesetzt. Just treat it like it is a crisis. You don't treat it like a crisis, just do it. Hört mal mehr auf die Wissenschaftler, das ist wirklich so dringend das Thema und kümmert euch jetzt endlich mal drum. Ich würde mich darüber freuen, wenn unsere Zukunft, die Zukunft halt der Jugend, der Leute, die noch auf die Welt kommen werden, mit einbedacht wird. Fangt an zu handeln und hört auf, das Böse zu unterstützen. Bitte hört den Kindern zu, bitte hört uns zu, ändert die Gesetze, schafft die Kohle ab. Wann werdet ihr verstehen, dass wir es wirklich ernst meinen und dass es noch nicht mal wir sind, sondern auch meine Eltern? Und sogar meine Großeltern. Alle Kräfte auf der ganzen Welt, also politisch als auch wirtschaftlich, müssen zusammenarbeiten, um zusammen eine gerechte Klimapolitik zu bauen. Die Menschen müssten aufhören, erstmal an sich selber zu denken. Einfach für die Allgemeinheit handeln und nicht für sich selber. Eine wichtige Sache ist, dass wir nicht mehr so ganz zentriert auf die Menschheit sind und einfach akzeptieren, dass wir ein Teil von einem System sind, dass wir ein Teil von einem Planeten sind. So, we just need to treat it like a crisis. If we do that, if we treat the climate crisis with the whole world together as a crisis, we can solve it, I think. Also ich glaube, unsere Gesellschaft muss sich grundlegend verändern. Viel mehr Fahrradverkehr, man braucht einen stärkeren Personennahverkehr, vielleicht also kostenlosen Personennahverkehr. Wir müssen komplett auf erneuerbare Energien umsteigen und auch unser eigenes Verhalten, zum Beispiel auch unsere Essgewohnheiten stark verändern. Die Minimierung des Plastikverbrauchs und auf jeden Fall auch die CO2-Reduzierung. Es wird wahrscheinlich hart und das müssen wir akzeptieren. Aber also ich glaube, ich bin bereit dafür.